بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن meine geliebten Geschwister, wir wenden uns heute mit einem weiteren Ratschlag an euch und möchten euch Hoffnung machen und uns natürlich auch selber Hoffnung machen, dass Allah subhanahu wa ta'ala barmherziger ist, als wir alle denken. Wie viele Leute haben in dieser heutigen Zeit die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala verloren? Dieses deswegen, weil sie Allah, ihren Herrn, nicht kennen und weil sie nicht wissen, zu was Allah subhanahu wa ta'ala überhaupt in der Lage ist, was er bereit ist an Sünden seinen Dienern gegenüber zu vergeben. Er ist unser Herr und er liebt für uns das Gute und er möchte uns im Paradies sehen. Aber an jedem Einzelnen von uns liegt es, ob er dieses Paradies betreten wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch allen das Paradies geben. Allahumma amin. Höre diese wunderschönen Wörter von Yahya ibn Ma'in, rahimullah ta'ala, der sagte, La a'ud, la'andli an amud, qabla an a'ud. Ich werde nicht mehr zur Sünde zurückkehren, denn vielleicht werde ich sterben, bevor ich zur Sünde zurückgekehrt wäre. Was meinen diese wunderschönen Wörter von diesem edlen Gelehrten? Er sagte, Eine Person, der sündigt, so wird er, wenn er auch bereut, wissen, dass er irgendwann zur Sünde zurückkehrt. Deswegen würden sich manche Leute jetzt fragen, warum soll ich überhaupt bereuen, wenn ich eh weiß, dass ich zur Sünde zurückkehre? Höre diesen Fiqh, dieses Verständnis von Yahya ibn Ma'in, rahimullah ta'ala, der sagte, ich werde nicht mehr zur Sünde zurückkehren. Jetzt könnten wir sagen, man wird doch automatisch wieder irgendwann sündigen. Er sagte, denn vielleicht wird Allah meine Seele nehmen, bevor ich zur Sünde zurückgekehrt wäre, bedeutet, wenn ich bereue bei Allah subhanahu wa ta'ala, dann bereue ich eine aufrichtige Reue, so dass ich nicht mehr zur Sünde zurückkehre. Das ist meine Absicht. Sollte ich doch irgendwann zur Sünde zurückkehren, vielleicht wird Allah subhanahu wa ta'ala mir ermöglichen, dass er, nachdem ich aufrichtig bereut habe, meine Seele nimmt, bevor ich tatsächlich wieder zur Sünde zurückgekehrt wäre. Hast du diese Wörter verstanden? Wir alle kehren zur Sünde zurück. Wir alle sind Sünder. Kullu bani Adam khata, sagte der Prophet sallam. Jeder Mensch ist ein Sünder. Aber jetzt die Frage. Wenn wir bereuen bei Allah subhanahu wa ta'ala eine aufrichtige Reue und wir beabsichtigen, dass wir nicht zurückkehren zur Reue, wir beabsichtigen, dass wir nicht zurückkehren zur Sünde, dann ist die Sache so, o Diener Allahs, dass du wissen solltest, wir würden zurückkehren zur Sünde. Aber vielleicht nimmt Allah unmittelbar nach der Reue oder vielleicht etwas später unsere Seelen, wo wir diese feste Absicht im Herzen hatten, dass wir nicht mehr zurückkehren werden zur Sünde, obwohl wir wieder tatsächlich zurückgekehrt werden. Aber Allah subhanahu wa ta'ala wird uns so abrechnen, als ob wir nie wieder zur Sünde zurückgekehrt wären. Dieses, weil er unsere aufrichtige Absicht gesehen hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch eine aufrichtige Reue ermöglichen. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Sprich, mein Gebet, mein Opfer, mein Leben und mein Tod gehören Allah.